Das Kind brachte einen winzigen Wurm von Hof. Nach einer Weile wurde Alarm geschlagen. Eines Tages brachte ein Kind etwas Außergewöhnliches nach Hause. Ohne zu wissen, was es genau ist, zeigte der Kleine diese Kreatur seinen Eltern. Nach langem Betrachten waren auch die Eltern ratlos. So etwas haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Winzig wie eine kleine Münze ähnelte das kleine Tierchen einem Wurm. Zuerst wollten sie dieses komische Ding wieder auf der Straße aussetzen, denn sie wollten nichts Unbekanntes bei sich zu Hause haben. Das Gesetz der Natur. Der Stärkere überlebt. Und wenn dieses Tierchen stark genug ist, wird es schon überleben, dachten sich die Eltern. Doch diese Tat konnten sie einfach nicht über ihr Herz bringen. Sie hatten Mitleid, denn das kleine Tier war so winzig und hilflos, dass es auf der Straße ohne seine Mutter keine großen Chancen zum Überleben hätte. Und wie die Kinder auch so sind, bettelte der junge Mann so lange, dass die Eltern eingewilligt haben und das außergewöhnliche Lebewesen erstmal bei ihnen bleiben durfte. Der kleine Krümel war so klein und schwach, dass die Menschen sogar Angst hatten, ihn zu berühren. Denn jede unvorsichtige Berührung konnte ihm schaden. So beschloss die Familie, sich um das kleine Tier zu kümmern. Sie fingen an, das Tierbaby mit einer gewöhnlichen Milchmischung aus einer Spritze zu füttern. Sie hatten Glück, das kleine Wesen mochte die Milch und trank eifrig seine Mahlzeiten aus. So vergingen einige Wochen. Die Familienmitglieder wussten immer noch nicht, wen sie großziehen. Sie haben sich aber so an das Jungtier gewöhnt, dass es schon langsam zur Familie gehörte. Zunächst ähnelte dieses Wesen einer kleinen Katze. Aber nach einiger Zeit bekam es graue Haare. Die Ohren wiederum sind ganz klein geblieben, was zu keiner bekannten Katzenrasse gepasst hat. Schließlich ist das kleine Tier groß geworden und der Familie wurde klar, dass sie die ganze Zeit zu Hause ein echtes Beuteltier hatten. Das war eine sehr schöne, aber definitiv unerwartete Überraschung für alle Familienmitglieder. Noch eine größere Überraschung war, als die Familie festgestellt hatte, dass das Beutetier fliegen und besser gesagt wie ein Gleitschirm über das Wohnzimmer gleiten konnte. Stell dir die Gesichter der Familienmitglieder vor, als sie das Tierchen zum ersten Mal fliegen sahen. Es blieb immer noch ein Rätsel, wie solch ein exotisches Tier, das normalerweise in Australien beheimatet ist, im Hof eines Hochhauses gelandet ist. Aber es lebt noch immer dort und führt ein glückliches Leben. Die fliegenden Beutetiere können übrigens durchaus als Haustiere gehalten werden, solange man auf eine artgerechte Haltung achtet und sie gut pflegt. Nun ist das außergewöhnliche Haustier der beste Freund der Familie und alle sind glücklich, dass es bei ihnen zu Hause lebt. Gut, dass damals die Menschen die richtige Entscheidung getroffen und das kleine Lebewesen vor dem Tod gerettet haben. Es wuchs ein erstaunliches und wundervolles Wesen vor ihren Augen auf. Aus einem kleinen, hässlichen Wurm ist ein schöner Flugprofi geworden. Fast wie im Märchen des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen, als sich das hässliche Entlein in einen wunderschönen Schwan verwandelt hat. Was lernen wir daraus? Man sollte sich nie vom ersten Eindruck täuschen lassen und immer achtsam, hilfsbereit und mit offenen Augen durch die Welt gehen. Was hättet ihr an der Stelle der Eltern gemacht? War es eine richtige Entscheidung, dass sie das seltsame Wesen bei sich gelassen und großgezogen haben? Ich glaube, ich hätte es auch großgezogen. Meine Neugier wäre zu groß gewesen. Wie sieht's mit dir aus? Schreib mir deine Gedanken gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt.